Dann würde ich mal sagen, ist es Zeit für unsere nächste Speakerin. Sie haben es schon gesehen an der Requisite. Das ist was, das ist eine Wissenschaft, die vielleicht ein bisschen weiter zurückgeht. Ich dachte ehrlich gesagt auch, Archäologie, das gibt es gar nicht mehr hier an der Uni Erfurt, also oder zumindest in Erfurt. Maximilian, du hast mir gestern erzählt, die hat noch richtig viel Forschungsgelder gekriegt, ne? Unsere nächste. Ich habe gemeint, es gibt jetzt schon zu diesem Thema Kulte, die in römischen Städten Einzug gehalten haben. Und jetzt ein größeres Forschungsfeld, ja. Forschungsprojekt hier. Okay. Na, dann würde ich mal sagen, können wir gleich erfahren, was die da so machen. Ich sehe hier auch schon so ein paar Requisiten. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsam. Ich bitte jetzt Asuman Lezalazar auf die Bühne mit einem kräftigen Applaus und Musik. Hi. Asuman, ohne jetzt dem Vortrag vorwegzugreifen, aber das interessiert mich wirklich. Ihr kriegt noch Millionen Forschungsgelder. Und macht damit was? Oder kommt das jetzt im Vortrag? Ich flieg in die Karibik natürlich, ne? Okay, also ich Nein, ich ermögliche Leuten, wie zum Beispiel Max, dass sie halt auch anständig nach dem Studium promovieren können und sich auch die Ravioli leisten können oder was auch immer sie essen möchten. Das ist süß. Ja, ich glaube, Max hat mehr Geschmack. Ja? Ja. Ich habe auch nichts gegen Ravioli. Verrückt. Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, vor allen Dingen auf das Utensil, was die anderen jetzt noch nicht sehen können. Du hast 10 Minuten, du kennst das Spiel. Schau ab und zu mal zu Max rüber. Schau bitte ab und zu Max rüber. Nicht, dass die Musik dich überfährt und dir das Wort abschneiden muss am Ende. Okay. Und viel Spaß mit unserem wunderbaren, zauberhaften Publikum. Ja, danke sehr. Klasse. So. Hallo, ich heiße Asuman. Und wie der Name schon verrät, bin ich halbe Vogtländerin. Die andere Hälfte, meine Mutter kommt aus dem Osten der Türkei. Ich bin also Doppel-Ossi. Ja, des Weiteren bin ich Archäologin. Und da denkt ihr wahrscheinlich an Dinos und Pyramiden und sowas. Aber nein, das ist leider nicht immer so. Meine Mutter, die hat mich letztens ihrer Freundin folgendermaßen vorgestellt. Hier, Susanne, schau mal, das ist meine Tochter, die ist Archäologin. Und ich so, what the fuck? Naja, fand das ein bisschen übel. Ich bin ja ganz froh, dass, also ich persönlich würde ja auch gern lieber so aussehen, ne? Oberweite hätte ich ja, aber Taille ist vielleicht ein Problem. Ich bin aber ganz froh, dass das Bild des Archäologen in den Medien ganz gut präsent ist. Indy hat da sehr viel zu beigetragen, dass der Archäologe tatsächlich sogar in der Spielwelt der ganz Kleinen angekommen ist. Ja, süß, ne? Ich selber bin auch Mutter von 2 Kindern, die sind 4 und 6 Jahre alt und die fragen mich dann auch so, Mama, was arbeitest du? Und dann sage ich, ja, ich bin Archäologin, Wissenschaftlerin, voll cool. Ne? Dann, was machst du da? Ja, also so ein paar Wochen im Jahr bin ich halt unterwegs und buddel im Sand. Und dann sitze ich am Tisch und lese Bücher darüber, was ich gefunden habe. Und dann gucken die mich so an. Buddeln? Ja. Lesen? Ganzes Jahr? Nee. Aber letztens kam meine Große echt vom Spielplatz an mit ihren gesammelten Funden und sagt, hier Mama, ich habe was gefunden. Ich sehe, was denn? Guck so, ein Stein, alter Stock, ein Stück Tüte. Und dann so, oh, künstlicher Fingernagel von irgendeiner Mami. Noch so die Hornschichten unten dran. Nach meinem ersten Ekel muss ich dann auch sagen, super gemacht, Schatz. Naja. Als Archäologin komme ich natürlich auch viel in der Welt herum. Ne? Also ich war schon in der Mongolei, in China, ganz exotisch Köln-U-Bahn-Bau. Und dann war ich halt auch noch in Ephesus an der Westküste der Türkei. Also vielleicht waren ja schon mal ein paar Leute in der Türkei. Sonne, Strand, Döner. Manchmal fehlt nur noch Emmys Kloßmasse. Naja. Jedenfalls habe ich hier in Ephesus, das ist nicht modern überbaut, super viel obertägig erhalten, habe ich dort gearbeitet. Die Stadt war in der Antike schon immens wichtig. Es stand 1 der 7 Weltwunder dort, der antike Artemis-Tempel. Jetzt sieht er leider nur noch so aus. Sumpfgebiet und so ein Säulchen, was eigentlich noch nicht mal so richtig zusammenpasst. Aber trotzdem, coole Grabung von den Österreichern seit 120 Jahren dort. Viel gelernt, ich durfte dann Keramik bearbeiten. Keramik ist so ein bisschen die antike Tupperware. Die geht kaputt, aber dann ist sie auch wieder unkaputtbar, ne? Weil man kann sie nicht recyceln, man kann sie auch nicht wirklich irgendwie vergären lassen oder so, man kann sie nur noch als Bauschutt benutzen. Deswegen finden wir auch so viel von der Keramik. Und die ist ganz toll, weil die eben auch damals schon der Mode unterworfen war. Also wie wenn man zu Ikea geht, ne? Heute grüne Tassen, nächstes Jahr rosa Tassen, irgendwann kommt wieder grau. Und so ist es halt mit der Keramik. Und deswegen finden wir die ganz toll, weil wir
teilweise wirklich, also vor allem in römischer Zeit, bis auf 10 Jahre genau die Schichten datieren können. Und hier habt ihr mal ein Service, wie es so zur Zeit Alexander des Großen, 300 vor Christus etwa, ausgesehen hat. Viel schwarz, das fanden die cool, das hat so Silber imitiert, dass es schwarz angelaufen ist. Und die Römer, 300, 400 Jahre später, fanden halt vor allem Rot ziemlich cool. Was habe ich gemacht mit der Keramik? Ich habe sie gebrochen, ich habe sie in Scheibchen geschnitten, ich habe sie dann später mit einer Röntgenpistole beschossen. Das ist meine Kollegin Lisa aus Wien, die dann halt geguckt hat, was da für mineralogische Zusammensetzungen sind, um herauszufinden, was denn in diesem Ton drin ist. Ich habe mir das dann auch unter dem Mikroskop angeguckt, um die Einschlüsse herauszufinden, zu analysieren. Das ist ein Einschluss von einem weißen Muskovit, also silberner Glimmer. Das ist das, was zwischen den Zähnen im Sand am Strand so schön funkelt. Und wenn ich weiß, da ist der Muskovit drin, dann kann ich auch in etwa die Region eingrenzen. Es ist nicht überall der gleiche Muskovit oder Glimmer. Und damit habe ich meinen Doktor gemacht. Cool, ne? Yeah, danke! Keine Hämorrhoiden! Jedenfalls, dann bin ich aus dem schönen Köln, wo ich studiert habe, bin ich dann nach Erfurt gekommen und habe mich und beschäftige mich jetzt mit dem Thema römische Religion und habe wirklich einen der Top 3 Wissenschaftler der Welt gefunden, der hier in Erfurt lebt und lehrt. Wirklich Top 3. Wenn ich in Erfurt bin und sage, hier, ich arbeite für Professor Dr. Jörg Rübke, ne, kenne den nicht so viele, der ist auch eher bescheiden, hält sich da so im Hintergrund. aber wenn man dann aufs internationale Tapet sozusagen geht, in die International Scientific Community, dann sind sie alle so, was, du arbeitest für den Rübke? Roll, 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 wird erstmal der rote Teppich ausgerollt. Kooperation, lass was machen. Artikel. Ja, finde ich ganz cool. Jedenfalls unter seinen Fittichen bearbeite ich jetzt eigentlich antike Religion und zwar neue Kulte oder Religionen, die in die römischen Städte reingekommen sind, wie die Römer damit umgegangen sind, wie die Religionen sich selber aber auch situiert haben in den Städten, wie sie sich sozusagen an die vorgegebenen Strukturen angepasst haben, aber auch wie jede individuelle Stadt auf die Religion gewirkt hat. Das haben nämlich bisher noch ganz wenige Forscher sich eigentlich überlegt, dass ja auch die Städte Religion prägen können und deine religiösen Praktiken prägen können. Für heute Abend habe ich mir nur ein kurzes Beispiel rausgesucht, die Magna Mater, da ist sie, die hieß vorher Kybeles, war eine griechische Göttin, die Römer haben ja alles von den Griechen geklaut, wenn es um Mythos geht, und da gibt es einen ganz spannenden Mythos dazu, den möchte ich ganz kurz hier erzählen, also es gibt sehr viele verschiedene Versionen, ich werde mich jetzt auf eine beschränken, und zwar, Zeus schlief auf dem Berge Arktis ein und sein Samen fiel zu Boden. Jeder, der schon mal Sperma im Bett hatte, weiß, wie ekelhaft das ist, wenn man morgens aufsteht und das Laken am Hintern klebt. Aber bei Zeus entsteht ein göttliches Zwitterwesen, der Aktistes. Und das war halt ein unglaublich sexgetriebener Gott, dass sogar die anderen Götter, die nicht ohne waren, die griechischen Götter, gesagt haben, nee, das können wir nicht mehr machen, Dionysos, geh du los. Und Gott des Weines, ne, macht dann den Aktistes besoffen. Und als der dann so unter einem Baum eingeschlafen ist, kommt Dionysos an und bindet das Gemächt des Aktistes an die Füße. Als der dann aus seinem Rausch aufgewacht ist, bäm, hat es ihm das Gemächt zerrissen. Aktistes sendet dir ein Dickpick. Blut floss zu Boden. Und was entstand? Ein Mandelbaum. Auf einmal kam Nana, die Tochter des Flussgottes Sangarios, und aß eine Mandel und zack, wurde sie schwanger. Ja, sie gebar Attis, diesen schönen Jüngling, und als der erwachsen wurde, traf er auf die Kybele, also die Magna Mater, und Kybele hat sich sofort in ihn verliebt. Und er war sich nicht so ganz sicher. Da gab es so ein It-Girl, Ia, die Tochter des Königs Midas, der alles in Gold verwandeln konnte. Und er wollte eigentlich die heiraten. Die haben dann auch tatsächlich ein Hochzeitsfest anberaumt. Und dann kam auf einmal die eifersüchtige Kybele hinein und hat halt alle dem Wahnsinn verfallen lassen. Und Attis rannte, stürmte los, raus aus dieser Party, also richtig Wedding-Crasher, ne? Und rannte unter einen Pinienbaum, legte sich da zu Boden und was tat er?
Ja? Ja, entmannt sich auch. Yeah, way. Wir müssen uns nachher treffen. Genau, da entmannte sich und natürlich floss wieder Blut zu Boden. Man glaubt es kaum. Er entmannte sich. Und was kam dabei heraus? Was entstand dann? Gar nichts. Er verblutete und starb. Ja, und diese Praxis des Selbstentmanns, der Kastrierung sozusagen, ist auf einmal unglaublich wichtig in diesem Kult gewesen, warum auch immer, ob Mythos oder was auch immer. Sie war aber wirklich zentral. Wenn man Priester und sozusagen in den Priesterorden aufgenommen werden wollte, musste man sich entmannen. Die Forschung debattiert natürlich, was das heißt, Penis ab, Hoden ab, man weiß es nicht genau, aber es war halt sozusagen Grundvoraussetzung, dass man dort Priester werden durfte. Die Römer, Voritaliener, fanden das natürlich nicht so super. Ne? Die sagten, das hier, nee, geht gar nicht. Ey. 200 Jahre, kein römischer Bürger darf da Priester werden. Und haben das halt verboten. Aber sie mussten diesen Kult trotzdem irgendwie geschehen lassen in der Stadt und haben dann gesagt, gut, dann könnt ihr halt einmal im Jahr hier eure Prozession durch die Straßen führen und dann fingen sie an, mit den Tamburinen zu spielen und mit den Flöten. Und die Priester haben sich dann dort in Trance getanzt. Konnte man, glaube ich, auch nicht anders aushalten und haben dann mit einer Keramikscherbe, da ist sie wieder, oder einem Feuerstein, zack, irgendwas abgeschnitten. Ich weiß es nicht. Hier seht ihr halt auch eine Prozession aus Manila. Also Prozessionen sind ja immer noch wichtiger Bestandteil, auch in unserer, sage ich mal, europäischen christlichen Religion. So. Einmal im Jahr durften sie durch die Straßen ziehen und das hat natürlich trotz dieser anstößigen Praxis nicht dazu geführt, dass der Kult einfach rausgeschmissen wurde, sondern der war tatsächlich 700 Jahre präsent im antiken Rom. Und er hat dort bestanden, trotz Stadtverwaltung und Priester mussten sie halt irgendwie gucken, wie sie zusammenleben konnten. Was ich euch heute mitgeben will, ist deswegen, ganz entspannt bleiben, wenn neue Religionen kommen, es wird schon zu was Gutes, Guten führen und Dickpics gab es wahrscheinlich schon damals, nur analog. Danke.